Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit meinen persönlichen 5 Punkten für Formel 1 2023. Denn wie ihr im letzten Video gesehen habt, die Beta steht kurz bevor und ich hoffe immer noch, dass ich reingekommen bin zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint. Und dass ich euch zeitnah vielleicht ein bisschen was berichten kann, Specs, wie ist das Fahrverhalten und so weiter. Deswegen springen wir direkt rein. Der erste Punkt, den ich besprechen möchte, ist ganz allgemein gesagt, der Hoppala der Singleplayer. Hier habe ich aufgeschrieben F1 Live und Supercars, denn es ist natürlich kein großes Geheimnis. F1 Live ist gefloppt, da braucht man auch nicht groß drum rumreden. Ich will nicht sagen, dass die Supercars gefloppt sind, aber am Anfang war die Euphorie höher, sagen wir mal so. Ich bin sie tatsächlich bis heute einmal gefahren. Die Challenge, wo man durch die Tore fahren muss, und das war's. Ich habe mir am Anfang viel mehr versprochen. Es wird auch viel mehr Sinn machen, diese Supercars online zu fahren. Das F1 Live Feature kann man für viele wegschmeißen. Aber was natürlich auch wichtig ist im Singleplayer, ist vielleicht ein Karrieremodus. Spezielle Challenges im Sinne von in diese, wer es noch kennt, in diese Szenarien vielleicht reinspringen. Das heißt, man springt als Lewis Hamilton zwei Runden vor Schluss Abu Dhabi und muss gegen Verstappen kämpfen als Beispiel. Oder man hat wieder einen kaputten Frontflügel und muss sich irgendwie ins Ziel retten. Keine Ahnung. Sowas. Natürlich kann man da auch nicht 100 verschiedene ins Spiel einbauen. Aber man kann wenigstens was machen. Und desbezüglich muss auf jeden Fall was passieren, weil nur F1 live und dann gegen die KI fahren ist halt auf Dauer ein bisschen langweilig. Gerade eben hat man es schon gesehen. Als zweiten Punkt habe ich Technik und Bugs. Da muss ich natürlich ansprechen, zum einen den Sync-Fehler. Das heißt, auf dem anderen Bildschirm ist der woanders als bei sich selber. Er springt die ganze Zeit hin und her, was natürlich auch mit schlechtem Internet zu tun haben kann. Aber es gibt trotzdem immer noch generelle Bugs, müssen natürlich behoben werden. Hoffentlich werden da ganz viele in der Beta auch gemeldet. Das ist natürlich ganz wichtig, dass Codemasters da das Feedback bekommt. Und dementsprechend ein bisschen gegensteuern kann. Ich hoffe, dass sie dieses Mal aktiv dabei sind, weil sonst wird es richtig eng mit F1 2024. Also da werden, glaube ich, ziemlich viele Leute abspringen, speziell wenn die E-Sports-Fahrer dieses Jahr wieder sagen werden, das Spiel ist so, naja, und sie spielen es eigentlich nicht gerne. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es mit dem nächsten Teil echt knapp wird. Aber ansonsten auch der Soundbug, den es teilweise immer noch gibt, dass im Multiplayer man, was wir tatsächlich in der Liga haben, dass manche nicht in die Lobby reinkommen, ist die Lobby gestartet und man ist im Qualifying, geht es plötzlich ohne Probleme. Also das hat ja auch mit dem Spiel zu tun, nicht mit dem eigentlichen Router dann oder mit dem eigenen Internet zu Hause. Und das sind so ganz viele kleine Sachen, die natürlich funktionieren müssen. Natürlich auch bis hin zum Crossplay. Viele Crossplay-Lobbys mit Xbox, PC, PlayStation sind ein reines Chaos. Da ist der eine springt nur so hin und her, der andere springt vor und zurück, der eine kann wieder nicht joinen, der eine, es passieren einfach viele, viele Dinge, die nicht mehr passieren dürfen. Und was man, ich habe es ja auch im anderen Video schon gesagt, was man jetzt schon gehört hat, ist, dass F1 2023 immer noch auf der alten Engine basiert. Und da ist natürlich das Potenzial recht groß, dass viele Technikfehler einfach übernommen werden, was wir nicht hoffen. Ich hoffe, wir können in der Beta da ein bisschen was erkennen. Punkt 3 habe ich Fahrverhalten. Das muss sich natürlich ändern. Und es ist immer ein bisschen komisch, wenn wir als YouTuber oder als Zocker sagen, es muss realistischer werden. Wir wissen natürlich alle nicht, wie es sich in echt anfühlt. Aber, und das ist natürlich das, was wir beurteilen können, was wir sehen können. Wenn wir Formel 1 schauen, in der Realität, im Fernseher, und das Halo wird zum Beispiel angezeigt über dem Auto, dann sehen wir ja die Ganganzeige. Die Gasanzeige. Und die ist ja realistisch in diesem Halo hat übernommen. Das heißt, du siehst ja, wie sehr jemand Gas gibt. Dreht er plötzlich voll durch, bremst er nochmal ab. Das sieht man. Bei der Bremse ist es so, dass es einfach nur komplett gezeigt wird. Der bremst natürlich nicht nonstop voll durch, sondern er bremst halt, wenn das Auto gerade ist, voll durch. Und in die Kurve bremst er dann, geht er langsam von der Bremse runter. Er bremst aber natürlich immer noch. Das wird aber in einem Halo hat nicht angezeigt. Das ist einfach immer nur komplett rot. Ja, aber die Gasanzeige ist realistisch. Und wenn man da sieht, dass die echten
Formel, also die Formel 1-Fahrer in der Realität im dritten Gang Vollgas geben, auf dem Curb sind und einfach volle Rotze draufdrücken und wir im Spiel beim vierten Gang noch nicht mal teilweise Vollgas drücken können. Vor allem, wenn wir einen Curb berühren, drehen wir uns oder fliegen raus. Dann ist das halt einfach nicht realistisch. Und diesbezüglich auch mit dem 60-120 FPS-Bug, den ich im letzten Video erwähnt habe, was natürlich ja auch bei der Technik erwähnt werden soll. Wenn ich dann überlege, dass ich mit 60 FPS plötzlich Curbs fahren kann und mit 120 FPS nicht. Das hat natürlich auch mit dem Fahrverhalten zu tun, aber hauptsächlich mit der Technik. Aber beim Fahrverhalten gibt es halt vieles. Diese plötzlichen Heckausbrecher, die viele von uns kennen. Dass das Auto von 70 Runden 69 Runden normal fährt und eine von diesen 70 oder in der letzten Runde ist die genau die gleiche Fahrlinie, kommt plötzlich das Heck und es fliegt dich in die Wand. Schon so oft passiert und das muss auf jeden Fall auch bearbeitet werden. Das grundlegende Fahrverhalten ist ja nicht schlecht, wenn man mal ein funktionierendes Setup hat und wenn man mit der Steuerung vertraut ist und kann das Auto kontrollieren, dann ist das Fahrverhalten ja nicht schlecht. Es muss aber ein bisschen weg von diesem Arcadigen, dass man halt mit Controller überall fahren kann, sondern ein klein bisschen mehr realistisch, einfach ein bisschen mehr Traktion, dass man ein bisschen mehr draufsteigen kann. Ich glaube, dann wäre ganz vielen schon geholfen. Die müssen, die Lenkung an sich, das passt ja alles. Dass es ein bisschen Understeer, Oversteer ist, das kann man sich selber einstellen im Setup und so weiter. Aber es, also aus meiner Sicht muss einfach ein bisschen mehr Traktion rein, ein bisschen mehr Downforce, auch für die schnellen Kurven. Weil das ABS und so, das funktioniert ja alles. Das ist, ABS ist wieder ein bisschen leichter geworden, wenn man ohne ABS fährt. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Würde ich gar nichts verändern. Ich würde einfach ein bisschen mehr Traktion oder Downforce reinballern. Denn durch mehr Downforce müsste auch mehr Traktion auf den Boden kommen. Und dann, glaube ich, ist das Fahrverhalten schon recht gut gerettet. Als vierten Punkt habe ich Multiplayer bzw. auch Anti-Cheat. In den Punkt zählt natürlich rein, dass die Multiplayer-Lobbys nicht gut funktionieren, was ich vorhin schon angesprochen habe. Dass auf der Strecke gerne mal jemand desynkt und so weiter, das habe ich schon alles gesagt. Aber ansonsten brauchen wir natürlich auch einen Anti-Cheat. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, Gott sei Dank sind wir auf der Konsole. Weil das prinzipiell auf der Konsole schwieriger ist zu cheaten als auf dem PC. Es geht. Aber, also ich rede hier wirklich von Grip-Hacks. Das heißt, jemand hat 1% mehr Grip, egal in welcher Kurve, und fährt ihn natürlich minimal schneller. Im Time-Trial, also im Zeitfahren, sieht man ja immer mal wieder einen mit 20 Sekunden Vorsprung auf 1. Der muss nicht unbedingt cheaten, sondern der kann auch in Monaco komplett an der Wand entlang fahren oder in China. Eine bestimmte Kurve kann man immer cutten, weil Codemasters da vergessen hat, das ungültig reinzumachen und dann kürzt er die halt immer ab. Es ist halt Ausnutzen der Spielmechanik. Es ist ja kein direktes Cheaten, es ist halt Bug-Using, so in dem Sinne. Aber trotzdem brauchen wir ein Anti-Cheat-Tool. Man hat den großen Skandal im E-Sports gesehen oder mitbekommen mit der PSGL-Liga, Thomas Ronha und so weiter, der beschuldigt wird, gecheatet zu haben. Und es gibt viele Beweise dafür, es gibt ein paar Beweise dagegen, aber so wirklich wird es jetzt auch nicht aufgelöst. Gescheites Anti-Cheat-Ding, E-Sports in der Realität einfach LAN-mäßig, dann wäre das ganze Ding schon behoben, höchstwahrscheinlich. Und der letzte Punkt, den ich mir noch wünsche, ist Abwechslung, Motivation. Und das habe ich für extra nochmal als einzelnen Punkt gemacht, was ich oben schon gemeint habe mit dem Karrieremodus und so weiter. Wir brauchen ein Spiel, was motiviert. Ohne Motivation wollen wir es nicht anlangen. Und das hat sich zum ersten Mal seit Jahren bei mir in Formel 1 2022 eingestellt. Ich habe das 21er, 20er, 19er aktiv gespielt. Jede Woche mehrere Stunden. Formel 1 2022 fasse ich im Moment jede Woche einmal für 2 Stunden an. Und es ist ja schon kein gutes Zeichen, wenn das sich dahin so entwickelt hat. Ich bin immer noch ein riesen Formel 1-Fan, ich spiele die Spiele gerne, ich mag die Spiele. Aber es ist halt einfach, ja, die Motivation ist ein bisschen schwierig, weil es eben die Supercars gibt im Einzelspielermodus. Klar, kann man sagen, es gibt MyTeam und so weiter. Das, ich persönlich mag es nicht so sehr, gegen die KI dauerhaft zu fahren. So ein paar Rennen, okay, um mit dem mal auf KI 110 so ein bisschen zu fighten.
Aber es ist halt eine KI. Ich weiß, dass die auf der Ideallinie fährt. Und wenn ich mich, das typische Beispiel am Start, ihr steht auf Position 20, ihr fahrt auf die erste Kurve Belgien zu, Spa, ihr könnt euch innen an 6, 7 Autos vorbeibremsen. Und in der ersten Runde ist die KI halt einfach brutal schlecht. Ihr könnt euch fast in jede Kurve reinbremsen und dann habt ihr in einer Runde 10 Plätze gewonnen. Oder noch mehr. Das ist halt für mich keine Motivation, gegen eine KI zu fahren. Ich will gegen Menschen fahren, die Fehler machen, die so fahren wie ich. Und auch als Motivation sehe ich zum Beispiel im Time Trial, also im Zeitfahren, ein eigenes Leaderboard für Lenkradfahrer. Ich weiß nicht, die müssten natürlich die personenbezogenen Daten im Sinne ziehen, dass das Spiel erkennt, ob du ein Lenkrad angeschlossen hast. Und dann gibt es halt zwei verschiedene Zeitfahr-Tables oder auch zwecks Fahrhilfen. Einfach eine Zeitfahrenliste ohne alles und eine mit. Dann wäre das einfach getrennt und fertig. Dann muss man da nicht immer querbeet gucken, wer hat welche Hilfe an. Aber auch da, Abwechslung, Motivation. Motivation, dass man zum Beispiel Lenkrad fahren möchte, weil Lenkrad, ich will nicht sagen, einen Vorteil bietet, aber der Sinn dahinter ist ja, die Fahrhilfen zum Beispiel komplett auszustellen, mit dem Lenkrad alles gut unter Kontrolle zu haben, und dass das belohnt wird. Wenn ich mir überlege, dass ich komplett ohne Fahrhilfen fahre und jemand mit Controller hat die Linie an, hat ABS an und kann schneller fahren wie jemand am Lenkrad. Und ja, bitte nicht falsch verstehen, Formel 1, auch Formel 1 2023 muss natürlich casual werden sein. Denn jemand, der von der Arbeit nach Hause kommt, wirft schnell die Konsole an, fährt eine halbe oder eine Stunde gegen die KI, macht das Ding wieder aus und freut sich. Das Spiel muss sich ja verkaufen. Ich verstehe auch, dass Codemasters EA Geld verdienen wollen. Ist ja alles gar kein Ding. Bloß wenn man über Jahre hinweg die Serie schleifen lässt, man kennt es ja von Serien auf Netflix und so weiter, irgendwann wird die Serie abgesetzt. Und Formel 1 befindet sich mit meiner persönlichen Meinung auf keinem guten Weg. Wenn Formel 1 2023 jetzt nicht gut wird, dann hat Codemasters für Formel 1 2024 ein ernsthaftes Problem. Und das meine ich leider ernsthaft. Wenn die Technikprobleme jetzt übernehmen, dann werden nach den ersten Wochen ganz viele Formel 1 nicht mehr spielen. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass viele E-Sports-Fahrer, klar, die verdienen ihr Geld, die müssen das spielen, was ein bisschen Fluch und Segen ist. Aber nach der E-Sport-Saison könnte ich mir schon vorstellen, dass manche sagen so, ich gucke mir jetzt vielleicht Formel 1 2024 noch kurz an und wenn das kacke ist, dann mache ich auch keinen E-Sports mehr. Weil nochmal ein Jahr mit so einem Spiel sich rumschlagen, das ist schon heavy. Aber damit das Video jetzt nicht zu lange wird, sollte es erstmal gewesen sein. Das sind meine 5 oder auch mehr Punkte, die ich jetzt genannt habe. Schreibt gerne mal eure Punkte in die Kommentare oder einen Kommentar zu meinen Punkten, was ihr vielleicht noch ergänzen wollt. Ansonsten danke fürs Zuschauen und hoffentlich dann bis spätestens aus der Beta. Bis dahin. Ciao, ciao.